Gudi. Dann auf zu den gekreuzten Stäben. Dafür aktivieren wir unseren Auftrag. Professor Sharp. Oh, ich habe so unglaublich viele Quests. Gekreuzte Stäbe, Runde 3. Da wollen wir hin. Auf der Karte finden. Sehr gerne. Ach, ich habe hier noch keinen Flohpulverzeugs. Ach klar, hier. Hof des Uhrenturms, da wollen wir hin. Sprich mit Lucan Brattleby. Das tun wir. Wir müssen erstmal warten, der ist gar nicht da. Aber vorher. Ist hier noch was, was wir lesen können? Da ist eine Kiste. Nicht identifizierter Gegenstand. Kopf. Ah, damit können wir jetzt. Was ist das für eine Tür? Was soll das? Äußerst merkwürdig. Was hat das mit dieser Tür auf sich? Da ist auf jeden Fall ein Schatz hinter versteckt. Oder auch mehrere. Aber wie öffnet man sowas? Wir sehen ein Einhorn. Das Gitter verschiebt sich und geht wieder zu. Ist hier irgendetwas, wo ein Einhorn drauf ist und uns einen Hinweis gibt, dass wir das brauchen, um diese Tür zu öffnen? Oh! Die Geister kämpfen! Duell! Guckt euch das an, wie schön. Oh. Das war nicht so schön. Das war bestimmt schmerzhaft. Da ist eine Seite. Revelio. Lass mich schon wieder von allem ablenken. Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testral, am Greif, an der Chimäre oder am Hypogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der Tierwesen gewonnen hat. Oh, wie schön. Bin auch mal gespannt, wann wir die ersten Tierwesen entdecken. Und da ist noch so ein Spiegel. Guck mal. Kommen wir denn da hin? So, durch die Tür. Na gut, dann warten wir jetzt auf Lucan. Und schauen mal, wie wir uns in dem nächsten Duell schlagen. Ich habe gehört, das soll wohl schwer sein. Lassen wir uns überraschen. Aber Training kann ja nicht schaden. Hallo Lucan, ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Ich würde gerne mit der Übungspuppe trainieren. Okay, wir machen erstmal die Übungspuppe. Hallo Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Ich hoffe doch. Das wäre toll. Wunderbar. Ich muss wahrscheinlich noch mein Zauberset auswählen, das Richtige. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay. Accio. Incendio. Du schaffst es. Oh, ich bin so langsam. Accio. Incendio. Okay, warum habe ich... Ich muss den anvisieren, dann geht das besser. Accio. Accio. Incendio. Das war interessant. Ah. Ladehemmung. Ladehemmung. So jetzt aber. Accio. Accio. Sehr gut.
ausgezeichnet. Anvisieren und auf den Cooldown warten macht definitiv Sinn. Wirke Lovioso und führe dreimal einen Basiszauber Accio und Incendio-Kombo aus. Okay. Achso, das soll der Basiszauber sein. So, wir müssen ihn wieder anvisieren. Ey, bleib hier! Oh, das war falsch. Nein! Okay, nochmal. Wieso kann ich ihn jetzt nicht anvisieren? Jetzt. So, Accio. 1, 2, 3. So, und den hat er nicht gekriegt. Verdammt. Du schaffst es. Ja, ich schaff das auch. Ich brauch nur immer ein bisschen. So, anvisieren. So, 1, 2, 3 und sehr gut. Okay. Absolute Konzentration Exzellente hier. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Wupp, wupp, wupp. Es war nur eine Puppe. Es war nur eine Übungspuppe. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Hallo, Lux Trooper. Na, wie geht's dir? Lange nicht gelesen. Schön, dass du da bist. Auftrag abgeschlossen. Zauberkombination Übung 2. Ja, ich habe wirklich lange nicht mehr gestreamt. Und bin dann vermehrt auf YouTube mit meinen Let's Plays wieder gelandet. Und jetzt zu Hogwarts Legacy habe ich dann doch wieder Lust gehabt, das halt on Stream zu spielen. Und mal gucken. Vielleicht demnächst auch mal wieder Conan. Ich weiß es noch nicht. Ich hatte da jetzt halt sehr viel Offstream gemacht als Let's Play auf YouTube. Ja, ich switch da momentan immer so ein bisschen hin und her. Aber ich bin auch da. Und ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Sehr cool. Hoffe, dir geht's gut. Hallo Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Okay, Konzentration. Wir kämpfen. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, mit Sebastian wieder. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Meisterschaftsrunde. Okay, durchbrich rote Schilder mit Schadenszaubern wie dem Feuerzauber Incendio. Ich bin Haus Ravenclaw. Sehr schön, mein Streamdeck will gerade nicht arbeiten. Ich habe das Update nicht gemacht. Eigentlich habe ich nämlich Hashtag Hogwarts hier drin. Dann solltet ihr eine coole Info kriegen. Okay, rote Schilde mit Incendio, Zielanvisierung mit dem rechten Stick reindrücken. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Jetzt hat er es gemacht. Sehr schön. Oh, ja, ich war... Warte, Leute. Mutti hat gerade noch gelesen. Ihr könnt doch nicht einfach anfangen hier. Warte, ich war nicht konzentriert. Wir müssen nochmal starten. Okay.
mein Set gewechselt. Das war doof. Nein, lass mich runter! Oh, ich bin absolut unkonzentriert. Vor allem komme ich mit diesen ganzen Farben einfach unglaublich durcheinander. Hätte ich jetzt nicht so viele Zaubertränke, wäre schon lange Ende gewesen. Wie war das so schön? Luck. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Aha. Spielst du auch Hogwarts Legacy, Lux Trooper? Da war wieder Lachsmjöckel. Guck mal, ich hatte Glück sogar als Antwort. Passend. Es war einfach Glück. Mehr nicht. Bitte. Glück allein reicht für sowas nicht. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Ich krieg ein Abzeichen. Danke. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Vor kurzem, ja, hatte Probleme mit Steam, musste löschen und neu installieren, aber alle Games auch weg. Oh nein, wie ärgerlich. Ich hoffe, du kriegst es wieder in den Griff und hast bald die Motivation, das wieder zu machen, weil wäre ja sonst echt ärgerlich. Also, ja. Oh. Aber bei mir war auch voll merkwürdig heute. Ich konnte meinen Stream erstmal nicht starten. Und dann musste ich das alles wieder neu verbinden. Aber dann ging's doch. Haha. Revelio. Den Fehler gefunden. Ausgemerzt. Hat mich nur 15 Minuten gekostet. So. Jetzt haben wir unsere Pläne eigentlich schon abgearbeitet. Was machen wir jetzt Schönes? Oh. Sind wir auch noch nie rübergelaufen. Guck mal, Hogwarts-Gelände. Ist was? Eine Eule! Hallo Eule, es knatscht. Auf Brücken zu laufen, die knatschen, ist überhaupt nicht beruhigend. Ich fühle mich gestresst. Aufträge können... Ach, guck mal doch, wir waren hier schon mal. Noch eine Eule. Ist hier der offizielle Eulentreffpunkt? Wehe, du kackst aufs Geländer, Fräulein. Ja doch, wir waren hier schon mal. Wir haben die Ignatia. Die redet heute gar nicht mit mir. Was ist denn mit ihr los? Hat sich wahrscheinlich gemerkt, dass ich das völlig lästig fand. So, da unten ist die Hütte. Doch, hier waren wir schon. Ich erinnere mich. So, wollen wir fliegen? Wie war das noch? So nicht. Hui! Hier geht das. Wie schön. Mein wunderschöner Lampenbesen. Guckt ihn euch an. Lalala. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Steuerung ging. Ist eine Woche her, wo ich geflogen habe und wieder weiß ich nichts mehr. So, LT war Tempo. Soll durch ein Update weniger geworden sein mit ihr. Das ist auch richtig gut. Das war ja furchtbar. Egal, wann man an ihr vorbeigelaufen ist, hat die einen ja gleich so angekreischt. Ist hier eine Kiste? Da. Guck mal, wie wunderschön. Wir haben einen blau-grünen Fransenschal mit Uhrwerkmotiv gefunden. Ach, ich weiß, was ich noch machen wollte. Wir haben doch eben dieses unidentifizierte Kopfgegenstandsgedöns gefunden. Oh, Level 26 schon gewesen. Oh Mann, das ist aber dann schon ärgerlich. Aber gut, da kommt man ja auch schnell wieder hin. So, Karte. Und dann nochmal ab in unseren geheimnisvollen Raum. Jetzt finde ich das auch gleich hier. Raum der Wünsche.
schauen, ob jetzt schon Pflänzchen wieder nachgewachsen sind. Ach, guck mal. Kann man gleich wieder sammeln hier. Großartig. Wir haben eine Alraune. Knöterich und Diptanblätter. Dann ist jetzt bestimmt unser Kaukohl auch fertig. Wo muss ich ihn nochmal lang? Gar nicht. Gar nicht. Da. Ja, wir haben unseren ersten eigenen angepflanzten Kaukohl fertig. Und hier Schrumpelfeige. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich sie brauche, aber ich habe sie da. Und, was war eigentlich jetzt mein Plan? Ich bin absolut aus der voll raus. Was wollte ich machen? Ich wollte hierher, um irgendwas zu machen. Ich wollte das identifizieren. Genau, das war's. Wusste ich doch. Bin voll bei der Sache. Ich bin da. Ausrüstung. Identifizieren. Was passiert jetzt? Ah, veredelte Duolier-Handschuhe und heller Kräuterkundlerhut. Juhu, und der ist sogar besser als der, den wir tragen. Das heißt, wir ziehen uns um. Umziehzeit. Hup, hup. Und nein, liebe Leute, hier wird sich nicht nackig gemacht. Erscheinungsbild ändern. Aber übelst geiles Game, muss ich sagen. Für jemanden, der mit Harry Potter aufgewachsen ist, ist einfach nur geilo. Diese Atmosphäre, ich könnte stundenlang... Ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das fühlt man einfach extrem. So, hier ist jetzt so ein blaues Nupsi-Dupsi drin, ne? Ach, guck mal, Lupus Schutz 1. Reduziert Schaden durch dunkle Straßenköter. Das ist ja gut. Die haben einem echt wehgetan, fand ich. Ja, ich war auch vom ersten Moment total geflasht. Allein schon, ja, diese Musik zu hören und im Ladebildschirm schon, das war so... Das hat mich so mitgenommen. Also richtig, richtig schön. So, unsere neue Halsbekleidung. Hat jetzt natürlich keine besseren Werte. Apropos wieder aufgeräumt auf dem PC. Ich müsste meinen PC auch, glaube ich, mal aufräumen und sortieren. Aber ich habe immer Schiss, dass danach alles hinüber ist. Ah, ist nicht immer unbedingt gut, sowas zu tun. Legendäre Handschuhe. So, kann ich hier keine Vorschau machen? Nö, schade. War das nicht sonst so, wenn ich jetzt hier raufgegangen bin, dass die sich... Vorschau-mäßig angezeigt haben. Bin ich jetzt doof? Muss ich jetzt echt jedes Mal klicken? Möchte ich aber gar nicht. Man könnte auch mal ohne Handschuhe unterwegs sein. Oh ja, wir machen mal ohne Handschuhe. Zumindest optisch. Die Werte behalten wir natürlich. So. Wollen wir nochmal wieder eine Brille tragen? Oder so eine Maske. Ich fand die ja so cool. Aber ich habe einfach nichts anderes, was dazu passt. Oder wir machen wieder einen auf Drachenauge. Oh. Oh ja, das auch. Ein wunderschönes Gestell. Nehmen wir. Ein bisschen auffällig hier. So, Hut. Erscheinungsbild ändern. Wir können ja einen Koboldhelm tragen. Nee, von Kobolden hergestellter Helm. Oh, hässlich. Oh, das passt. Das passt. Guckt euch das an. Das ist doch voll Destiny-Stil hier. Ist Destiny noch da? Einmal melden, Herr Destiny. Wir haben hier absolut deine Mütze gefunden. Gucken Sie. Haben Sie die auch schon? Er ist abwesend. Er hört mich, glaube ich, nicht. Der hat Kopfhörer auf. Ich weiß nicht, ob er auch im Stream dabei ist. Der ist denn hier zur Kasse? Er kriegt das nicht mit. Ich glaube, ich muss mal einen Stift drüber schmeißen. Jetzt ist der hier am anderen Ende des Raumes. Das ist richtig sein Ding. Wir hatten ja vor ein paar Tagen hier voll Schnee. Und dann haben wir einen Schneemann gebaut. Und dann haben wir dem auch Destiny seinen Steampunk-Hut aufgesetzt. Das sah auch sehr cool aus.
Stimmt, der geilste Schneemann. Oh, das ist ein hübscher Schal. Ja, der passt sogar auch dazu. Finde ich gut. Finde ich very, very nice. Habe ich den jetzt angezogen? Ich wollte doch nur Erscheinungsbild ändern. Habe ich gemacht, doch. So, Umhang. Umhang ja oder nein? Den hier vielleicht? Ja, doch, da passt schon der von der dunklen Künste gut auch dazu. Einige wissen es nicht. Du kannst beim Umhang die Kapuze überziehen als Randinfo. Ja, das habe ich tatsächlich beim letzten Mal auch rausgefunden. Wusste ich davor auch noch nicht. Finde ich ziemlich cool, dass man das machen kann. Schuluniform mit zwanglosem Pullover. Oh Gott. Oh Gott, diese Schuhe. Ach, warum muss ich immer zur Kasse? Da ist er ja. Legendäres gepanzertes Gewand. Da finde ich die Stiefel ganz cool. Ja, ne? Sei ja, es ist total dein Stil, der Hut. Hast du den auch schon? Bei dir im Game? In-game. You know what I mean, honey. Nee, denke nicht. Ja, der wäre dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Musst du über diese knatschende Holzbrücke gehen, fliegen und dann auf dieser einsamen Insel ist eine Kiste. Da habe ich den drin gefunden gerade, beziehungsweise zum Identifizieren. War das da? Nee, weiß ich schon nicht mehr. Guck mal an. Kein Verlass. Musst du das nochmal nachgucken. So, wir nehmen das ab, weil ich da die Stiefel ganz gut finde. Den Rest des Outfits sieht man ja nicht unbedingt. Aber wo war das jetzt nochmal mit der Kapuze? Ach genau, das war hier. Kapuze an, aus mit Y. Ist natürlich jetzt der schöne Hut weg. Aber ja, genau, da geht es. Wenn man auf den Mäntelumhang geht und dann jetzt bei mir hier Y drückt, kann man das aufsetzen oder absetzen. Richtig gut gemacht. So, jetzt haben wir so ein dunkles Gewand. Da könnten wir auch nochmal unseren Stabgriff vielleicht anpassen. Auch schon länger nicht mehr gemacht. Das ist so ein richtig olles, klobiges Teil. Oh, das ist hübsch. Sehr gut. So geht die Reise weiter. Fertig umgezogen.